أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und hallo an alle Nichtmuslime. Der Atheismus, der mag sich immer als rational und vernünftig zeigen, aber der Atheismus ist genau das Gegenteil, nämlich irrational und Feind der Vernunft. Was bedeutet überhaupt Vernunft? Im Zusammenhang mit diesem Argument ist mit Vernunft die Tatsache gemeint, dass wir logisch denken können. Wir können die Wahrheit erfassen und wir möchten Dinge entdecken und wir können Schlussfolgern vermuten und ableiten. Ein wesentliches Merkmal unseres Verstandes ist es, die Fähigkeit, zu logisch begründeten Schlussfolgerungen zu gelangen. Wenn wir logisch überlegen, fußen unsere Schlussfolgerungen auf rationalen Erkenntnissen unseres Verstandes. Wir stellen fest, dass eine bestimmte Schlussfolgerung zwingend ist. Technisch gesehen basieren unsere Schlussfolgerungen auf den logischen Zusammenhängen zwischen den Prämissen eines logischen Argumentes. Wir erkennen, dass die Schlussfolgerung sich aus den Zusammenhängen ergibt. Diese Erkennen kann nicht physikalisch erklärt werden. Nichts in der physikalischen Welt kann erklären, wie und warum diese Prämissen mit der Schlussfolgerung verbunden sind. Fazit: Wenn wir logisch denken, gelangen wir zu der geistigen Erkenntnis, dass die Schlussfolgerung logisch folgt. Sie ist mit ihren Prämissen logisch verbunden. Deduktive Argumente sind ein gutes Beispiel, um unsere rationalen Erkenntnisse zu erklären. Wenn die Prämissen die Wahrheit der Schlussfolgerung garantieren, so handelt es sich um ein deduktives Argument. Ein deduktives Argument ist gültig, wenn die Schlussfolgerung daraus sich notwendigerweise aus seinen Prämissen ergibt. Es ist schlüssig, wenn es gültig ist und seine Prämissen wahr bzw. rational akzeptabel sind. Sehen wir uns einmal das folgende deduktive Argument an. Wenn ich jetzt sage, erstens, alle Junggesellen sind unverheiratete Männer. Zweitens, Peter ist Junggeselle. Daraus folgt, Peter ist daher ein unverheirateter Mann. Auf unserer Erkenntnis basierend wissen wir, dass 3 notwendigerweise aus 1 und 2 folgt. Nichts in der physikalischen Welt kann beweisen, warum 3 mit den vorigen Prämissen verbunden ist. Anders gesagt, warum es logisch folgt. Die Schlussfolgerung folgt nicht notwendigerweise aufgrund der Bedeutung der Wörter in den Prämissen, sondern aufgrund der Beziehung zwischen ihnen. Wichtig: Die Verbindung zwischen der Schlussfolgerung und den logischen Zusammenhängen zwischen den Prämissen kann physikalisch nicht beobachtet oder erklärt werden. Daher hat die Vernunft eindeutig eine transzendente Dimension. Wichtig: Um diesen Punkt weiter zu verdeutlichen, betrachten wir das folgende deduktive Argument. Erstens: Peter hat 4 Sobis beobachtet. Zweitens: Die 4 Sobis, die Peter beobachtet hat, sind rot. Drittens: Daher müssen zumindest einige Sobis rot sein. Das ist ein gültiges Argument. Der Schluss folgt notwendigerweise aus den Prämissen wieder. Peter hat 4 rote Sobis beobachtet. Daher müssen mindestens einige Sobis rot sein. Wenn die Prämisse 1 und 2 gegeben sind, muss 3 folgen. Warum sind wir uns da einig, dass diese Schlussfolgerung 3 notwendigerweise aus diesen Prämissen folgt? Warum glauben wir an die logische Gültigkeit der Schlussfolgerung, obwohl wir keine Ahnung haben, was ein Sobi ist? Ich habe dieses Wort übrigens erfunden, dieses Sobis gibt es gar nicht. Das liegt daran, dass der logische Fluss des Argumentes in unserem Kopf stattfindet, und zwar unabhängig von der Bedeutung der Prämisse oder persönlichen Schlussfolgerung, die wir je aus unseren eigenen Erfahrungen gezogen haben könnten. Es gibt eine Verbindung zwischen den Zusammenhängen der Prämissen und der Schlussfolgerung. Wir haben ohne externe materielle und semantische Daten einen Einblick in die Schlussfolgerung 3 erhalten. Wir haben einen Einblick in etwas erhalten, das nicht auf unserer Erfahrung basiert. Wir wissen nicht, was ein Sobi ist. Selbst wenn das Wort rot durch Mot, ein anderes erfundenes Wort, ersetzt werden würde, würde die Schlussfolgerung immer noch notwendigerweise folgen. Einige Sobis, mindestens 4, müssen Mot sein. Ja? Wir sind nicht nur zu einem Schluss gekommen, der nicht auf externen Beweisen beruht. Unser Verstand hat auch Zusammenhänge zwischen den Prämissen festgestellt. Diese Zusammenhänge können nicht durch physikalische oder empirische Beweise jemals erklärt werden. Unser Verstand hat unsere Einsicht gelenkt und getrieben, mit anderen Worten, diese logischen Zusammenhänge hergestellt, um zu schlussfolgern, dass 3 aus 1 und 2 folgen muss. Ja? Unser Verstand hat die Prämisse 1 und 2 genommen
und unsere Einsicht gelenkt bzw. geleitet, um daraus auf drei zu schließen. Allerdings ist es kein Merkmal eines physikalischen Prozesses, zu einem mentalen Ziel oder Endpunkt getrieben oder gelenkt zu werden. Physikalische Prozesse sind nämlich, das haben wir schon häufiger gesagt, blind und zufällig und haben keine Intention, die sie irgendwo hinlenkt. Das bedeutet, dass wir unsere Fähigkeiten, einen Einblick in eine Schlussfolgerung zu erhalten, nicht mit physikalischen Prozessen erklären können. Vernunft ist eine Hypothese der Wissenschaft. Ja? Eine Hypothese der Wissenschaft, der menschliche Verstand hat eine besondere Eigenschaft. Er kann zwischen richtig und falsch, Wahrheit und Lüge, Schönheit und Niedertracht unterscheiden. Das unterscheidet uns deutlich von Tieren. Unsere mentalen Fähigkeiten ermöglichen es uns, Fortschritte zu machen und voranzukommen. Wir müssen unsere rationalen Fähigkeiten vertrauen, bevor wir überhaupt anfangen können, Wissenschaft zu betreiben. Eine der Hauptannahmen der Wissenschaft ist, dass unser Verstand die Fähigkeit hat, logisch zu denken. Ohne diese Voraussetzung könnten wir niemals Wörter wie Beweis, Tatsache, Wahrheit oder Indizien verwenden. Die Wissenschaft beruht auf der Annahme, dass wir logisch denken können. Das bedeutet, dass die Existenz der Vernunft durch keine wissenschaftliche Erklärung vollständig nachgewiesen werden kann. Wenn ein Wissenschaftler beispielsweise versucht, sich mit einer überprüfbaren Hypothese oder einer beantwortbaren Frage auseinanderzusetzen, wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse logisch erklärt werden können. Wissenschaftler gehen außerdem davon aus, dass sie in der Lage sind, die logische Gültigkeit einer wissenschaftlichen Darlegung zu beurteilen. Das setzt natürlich voraus, dass ein Wissenschaftler von seiner Fähigkeit zum logischen Denken Gebrauch macht, ja, bevor er Wissenschaft überhaupt tätig wird. Das bedeutet aber nicht, dass die Wissenschaft keinerlei partizielle Erklärung für unsere Fähigkeit, logisch zu denken, liefern kann. So ist es nicht. Sie ist nur nicht in der Lage, das logische Denken grundlegend zu begründen. Der Versuch zu erklären, wie der Verstand durch ein physikalisches Prozess entstanden ist, erklärt diese transzendente Dimension überhaupt nicht. Dies beinhaltet die Fähigkeit, zu einer logisch gültigen Schlussfolgerung zu kommen, die von einer Erkenntnis des Verstandes determiniert ist. Deshalb ist es unangemessen, sich ausschließlich auf wissenschaftliche Erklärungen zu verlassen. Sie scheitern daran, zu erklären, warum wir die Konklusion mit unserem Verstand erkennen können. Wir haben die Fähigkeit, auf Basis der Zusammenhänge zwischen den Prämissen logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Dazu sind wir auch dann in der Lage, wenn die Schlüsselwörter in den Prämissen nicht auf irgendetwas basieren, das wir verstehen oder empirisch überprüfen können. Die Wissenschaft kann nur das behandeln, was man irgendwie beobachten kann. Logische Zusammenhänge zwischen Prämissen können nicht beobachtet werden, weil die Wissenschaft logisches Denken braucht, um logisches Denken zu erklären, ist das Argument, sie könne unsere Fähigkeit zum logischen Denken erklären, nicht weiter als ein Zirkelschluss. Die Wissenschaft ist ein nützliches Werkzeug, das uns hilft, die Welt zu verstehen, doch sie ist in vielerlei Hinsichten begrenzt. Das müssen wir verstehen. An dieser Stelle könnte man einhaken und sagen, dass Hypothesen nicht bestätigt oder erklärt werden müssen, denn manche Hypothesen oder Grundprinzipien werden ohne Beweis als wahr angenommen. Das ist ein berechtigter Einwand. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen gültigen und ungültigen Hypothesen. Damit eine Hypothese gültig sein kann, muss sie für den Wissenschaftsbereich das Konzept oder die Theorie, die sie untermauert, einen Sinn ergeben. Wenn eine Hypothese darauf abzielt, ein bestimmtes Weltbild zu unterstützen, aber nicht in dieses Weltbild passt, dann kann sie nicht aufgestellt werden. Zum Beispiel beruht die Wissenschaft auf dem Grundgedanken, dass es Konsistenz in der Ursachen, die die natürliche Welt steuern, gibt. Ja? Wenn Wissenschaftler stets Schlussfolgern würden, dass physische Ursachen inkonsistent sind, dann müsste diese Hypothese verworfen oder verändert werden. Wenn der philosophische Naturalismus und sogar die Wissenschaft behauptet, dass der Verstand durch zufällige, nicht rationale, physikalische Prozesse erklärt werden kann, wie kann dann ein Atheist, der den Naturalismus vertritt, diese Behauptung erklären, obwohl ganz deutlich ist, dass sie nicht zur Sichtweise des Naturalismus passt? Tatsächlich leugnet der Naturalismus die Vernunft, weil Rationalität nicht aus nicht rationalen physikalischen Prozessen hervorgehen kann. Geistiges Verständnis
kann nicht aus blinden physikalischen Prozessen hervorgehen. Deshalb müssen Atheisten entweder ihre Weltanschauung ändern oder die Vorstellung, dass wir rationale Wesen sind, verwerfen. Das Problem ist, dass im Atheismus unsere rationalen Fähigkeiten nicht erklärbar sind. Die meisten Atheisten sind philosophische Naturalisten, das haben wir schon gesagt. Der Naturalismus geht davon aus, dass es nichts Übernatürliches gibt und dass physikalische Prozesse alle Phänomene auf dieser Welt erklären können. Wenn wir die grundlegendsten Ebenen der Realität erforschen, erkennen wir dem Naturalismus zufolge, dass alles das Resultat blinder, zufälliger, irrationaler, physikalischer Prozesse ist. Subatomare Teilchen, Atome und Moleküle schwirren ohne Richtung, Führung oder beabsichtigtes Ergebnis durch die Gegend. Physikalisches hat keinen Sinn. Nichts treibt diese physikalischen Prozesse absichtlich irgendwie an. Alles ist zufällig, irrational, kalt und blind. Wenn das aber der Fall ist, wie können wir dann behaupten, unser Verstand habe die Fähigkeit, mentale Erkenntnisse zu erlangen? Wie können wir für uns in Anspruch nehmen, die Fähigkeit zu besitzen, zu Schlussfolgerungen zu gelangen? Ein Schlüsselmerkmal der Vernunft sind rationale Erkenntnisse, dass man innerlich sieht, dass etwas aus etwas anderem logisch folgt, basierend auf dem logischen Zusammenhang zwischen den Prämissen. Hier, genau an dieser Stelle, versagt der Naturalismus, der Atheismus, da er behauptet, dass alle Phänomene auf zufälligen, irrationalen, physikalischen Prozessen beruhen. Die Fähigkeit, eine Prämisse in Richtung eines mentalen Zieles zu befördern, wird ungültig, wenn man postuliert, dass die Fähigkeit auf blinde, nicht rational physikalischen Prozessen zurückgeht. Ein Ding kann nichts hervorbringen, wenn es nicht selbst enthält oder die Fähigkeit oder das Potenzial hat, es hervorzubringen. Zum Beispiel kann ich niemandem von euch 500 Euro geben, wenn ich nicht selbst über das Geld verfüge, und ich kann den Betrag nicht erhöhen, wenn ich arbeitslos bin und nicht kreditwürdig bin. Das Gleiche gilt für physikalische Prozesse. Wenn sie keine Rationalität enthalten, wie soll sie welches hervorbringen? Physikalische Prozesse enthalten definitionsgemäß keine Rationalität und sie haben keine Einsicht. Sie können die Schlussfolgerung, die aus einem Argument folgt, nicht sehen. Physikalische Prozesse werden nicht gezielt oder absichtlich gesteuert oder geleitet. Zu behaupten, dass Rationalität aus nicht rationalen physikalischen Prozessen herrühren kann, ist daher genau das Gleiche, wie zu glauben, dass etwas aus dem Nichts kommen kann. Ja? Betrachten wir das folgende Beispiel. Stellen wir uns zwei Busfahrer vor. Der erste hat gute Augen und ist ein erfahrener Fahrer. Der zweite Busfahrer ist blind und unerfahren. Der erste Fahrer beginnt seine Fahrt und lässt zwei Passagiere mit dem Namen Prämisse 1 und Prämisse 2 einsteigen. Ihr endgültiges Ziel heißt Schlussfolgerung. Er sieht das Ziel auf seiner Karte und am Ende der Fahrt erkennt er deutlich die Endstation. Der zweite Fahrer wird zu seinem Bus am Busbahnhof begleitet. Im Bus wartet Prämisse 1 und Prämisse 2. Ihr Ziel ist das gleiche wie im ersten Szenario. Der Fahrer schafft es, den Bus zu starten. Glaubt ihr jedoch, dass er das Ziel jemals erreichen will? Er wird niemals das endgültige Ziel erreichen. Physikalische Prozesse haben das gleiche Problem. Sie sind blind. Sie können die Vernunft nicht erklären, weil ein Merkmal der Rationalität die Fähigkeit ist, Erkenntnisse abzuleiten oder zu Schlussfolgerungen zu gelangen. Aus etwas, das blind ist, kann man jedoch keine Einsicht erhalten. So etwas zu behaupten, gleicht der Behauptung, etwas könne aus dem Nichts entstehen. Daher ist der Atheismus aufgrund seiner naturalistischen Perspektive nicht nur irrational, sondern ein Gegner der Vernunft. Er annulliert das, was erforderlich ist, um irgendeine Behauptung über Gott aufstellen zu können, nämlich die Vernunft selbst. Da Rationalität nicht aus Irrationalität herrühren kann, kann der Naturalismus unsere Fähigkeiten zum logischen Denken nicht erklären. Die bloße Tatsache, dass wir die Implikation oder die Bedeutung einer Schlussfolgerung in Frage stellen können, auch wenn wir ihre Bedeutung nicht kennen, wie im Fall Zobis, zeigt, dass die menschliche Rationalität bedeutsame Einsichten liefert. Deswegen ist der Atheismus irrational und Feind der Vernunft. Sie behaupten, alles ist durch blinde, zufällige, irrationale, kalte Materie entstanden. Aber wir selbst können logische Schlussfolgerungen, gelenkte, rationale, vernünftige, logische Schlüsse ziehen.
ein Widerspruch vom Feinsten. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.